Das Orgelporträt. Die Dotzauer Orgel in Streufdorf. Streufdorf ist ein Ortsteil der 1993 neu gebildeten Einheitsgemeinde Straufhain im Landkreis Hildburghausen in Thüringen. Streufdorf ist auch der Verwaltungssitz der Gemeinde. Der Ort liegt im Heldburger Land in einer Vorgebirgslandschaft südlich des Thüringer Waldes und nordöstlich des Grabfelds. Die Landesgrenze zu Bayern ist etwa 2 Kilometer entfernt. 799 bereits wurde Streufdorf erstmals urkundlich erwähnt und gehört damit zu den ältesten Ansiedlungen der Südthüringer Gegend. Damals schenkte die Äbtissin Emhild von Milz Güter dem Stift Fulda und Streufdorf hieß in der Urkunde Strufidorp. 850 Einwohnerinnen und Einwohner leben in dem Ort heute, in dem 2009 das Zweiländermuseum Rodachtal eröffnet wurde, das die Geschichte der Region zeigt. Mittelpunkt des Ortes ist die evangelische Kirche St. Marien. Die das Ortsbild prägende Chorturmkirche besteht in ihrem ältesten Teil aus dem heute 33 Meter hohen Kirchturm, der romanische Rundbogenfenster hat. 1570 bis 1578 erfolgte im Osten der rund 3 Meter lange und 5 Meter breite Choranbau im spätgotischen Stil. In der Zeit von 1608 bis 1618 wurde um die Kirche eine Wehranlage gebaut. Einige unterkellerte Garden sind noch erhalten. Das fast 18 Meter lange und rund 10 Meter breite Kirchenschiff entstand im Westen in den Jahren 1706 bis 1709. Es wird von einer vierfältigen bemalten Holztonne überspannt und hat eine dreiseitige, zweigeschossige Empore. Auf dieser Empore steht die bemerkenswerte Orgel, die 1736 bis 1737 von Johann Christoph Dotzauer erbaut wurde. Sie werden es bemerkt haben, dieses Orgelporträt hat nicht wie üblich mit einem Klangbeispiel begonnen, denn die Orgel in Streufdorf ist derzeit nahezu unspielbar. Der Orgelbauer Johann Christoph Dotzauer wurde 1696 in Hildburghausen geboren. Er erlernte das Orgelbauhandwerk bei Franziskus Volkland in Erfurt, der allerdings interessanterweise 4 Monate jünger war als sein Schüler Dotzauer. 1725, nach einem Neubau für die St. Laurentiuskirche in Hildburghausen, erhielt Dotzauer das begehrte Orgelbauprivileg im Fürstentum Sachsen-Hildburghausen, sehr zum Ärger von Nikolaus Seber, der bis dahin dieses Privileg innehatte und mit dem sich Dotzauer fortan dieses bis zu Sebers Tod 1739 teilen musste. Es folgten weitere Instrumente, 1730 ein Orgelbau in Behrungen und 1731 in Krock. Das letztgenannte Instrument ist relativ gut erhalten und wurde vor einigen Jahren restauriert. 1736 bis 1737 erfolgte dann der Bau der Orgel in Streufdorf, mit 17 Registern auf 2 Manualen und Pedal. Der reich gestaltete Orgelprospekt enthält in der Mitte über dem Spielschrank sogar eine Sonnenmixtur, also kreisförmig angeordnete kleine Pfeifen mit goldfarbenen Zierstrahlen. Wer denkt hier nicht an die berühmte Sonnenorgel in Görlitz? Doch wie die Sonne in Streufdorf geklungen haben mag, das können wir heute nur erahnen, denn sie ist seit langem nicht mehr spielbar. Die Dotzauer Orgel in Streufdorf wurde mehrfach verändert. 1783 durch Dotzauers Schwiegersohn Johann Georg Henne, 1828 und 1842 von Lorenz Konrad Haibach aus Heldburg und 1867 durch Michael Schmidt aus Schmiedefeld. Schließlich erfolgte ein größerer Umbau in den Jahren 1892 bis 1893 durch Theodor Kühn aus Schmiedefeld. In diesem Zustand ist die Orgel bis heute erhalten. Schon 1996 heißt es in einem Gutachten: Diese wunderschöne Orgel ist zwar noch bedingt spielbar, dies aber nicht mehr lange, da das Holz stark vom Wurm befallen ist. Für dieses Orgelwerk muss schnellstens etwas unternommen werden. Zitat Ende. Mittlerweile sind 20 Jahre verstrichen und nichts ist passiert. Seit Jahren wird die Orgel nicht mehr gespielt. Und die Windversorgung ist mittlerweile fast vollständig defekt. Nur wenige Register lassen sich mit viel Gefühl derzeit schwach zum Klingen bringen.
Johann Christoph Dotzauer erbaute auch in den Folgejahren eine ganze Reihe neuer Orgeln, von denen aber nur wenig bis heute erhalten ist. Relativ gut auf uns überkommen ist die 1767 erbaute Orgel in Zeilfeld. In diesen Jahren übernahm sein Schwiegersohn Johann Georg Henne mehr und mehr die Leitung der Werkstatt und später erbte dieser auch das Privileg für Sachsen-Hildburghausen von Dotzauer. 1778 starb Johann Christoph Dotzauer in Hildburghausen. Wie bereits erwähnt, wurde die prachtvolle Orgel in Streufdorf 1892 bis 1893 in ihrer klanglichen Zusammensetzung verändert. Heute weist sie folgende Disposition auf. Im Hauptwerk, das ebenso wie das Oberwerk vom Ton Groß C ohne das große Cis bis zum dreigestrichenen C ausgebaut ist, finden wir die Register Prinzipal, Gedakt und Gamba 8 Fuß, Prinzipal und Hohlflöte 4 Fuß, eine Quinta 3 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Im oberen Manual stehen die Register Geigenprinzipal, Flauto, Salizional und Harmonika 8 Fuß, ein Gedakt 4 Fuß sowie Prinzipal und Spitzflöte 2 Fuß. Das bis zum eingestrichenen C geführte Pedal enthält die Register Subbass und Violon 16 Fuß sowie einen Prinzipalbass 8 Fuß. In mehreren Quellen wird die Orgel in Streufdorf unabhängig voneinander mit dem Wort wunderschön charakterisiert. Umso bedauerlicher ist der derzeitige Zustand des wertvollen Instruments. Bei beiden Klangbeispielen hört man im Hintergrund deutlich einen Ton A. Da fließt irgendwo permanent Luft, was ohne technische Hilfestellung nicht auf die Schnelle abzustellen war. Hier in Streufdorf fristet eine Orgel ein unverdient jämmerliches Dasein, die zu den herausragenden Instrumenten der Bachzeit in Südthüringen und weit darüber hinaus gezählt werden darf. Man sollte nicht mit Schlagworten um sich werfen, aber wenn die Redensart von der Königin, die um Hilfe schreit, irgendwo eine Berechtigung hat, dann ganz sicher im Zusammenhang mit der 1737 vollendeten Dotzauer Orgel in Streufdorf.